Ich bin Laura Ferrarotto, ich bin 22, ich mache eine Ausbildung seit 2 Jahren und in Deutschland bin ich seit 4 Jahren. Also mein Papa kommt aus Italien, meine Mama kommt aus Venezuela. Ich bin aber in Venezuela geboren und genau, ich kann auch Italienisch ein bisschen, aber ich kann. Gerade jetzt bin ich in der dritten Lehrjahr, bin ich in der Rezeption. Ich muss Gästebetreuung machen, Check-ins, Check-out, Kasse abmelden. Also Rezeption ist alles mit alles in Verbindung. Und ich glaube, für alle die Abteilung, meine Lieblingsabteilung ist die Rezeption, weil ich kann alle die Sprachen, die ich kann, üben halt. Also ich kann halt Englisch, Spanisch, Deutsch, ein bisschen Italienisch. Und in der Rezeption mit dem Gästen, ich habe auch direkt Kontakt mit den Gästen. Und das macht auch Spaß sozusagen. Das ist meine Lieblingsabteilung sozusagen. Also es gibt ein bisschen von überall. Aber wir sind, ich glaube, ungefähr 5 oder 6, die aus Südamerika kommen. Also es gibt aus Peru, es gibt aus Peru, aus Venezuela, aus Mexiko auch. Ja. Wir gehen gleich mal weiter und überraschen mal den nächsten Azubi. Mal gucken, was der oder die uns noch erzählen. Ich heiße Ara Thierber. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr im Mandala Hotel. Gerade bin ich in Housekeeping. Ja. Was musst du machen? Also meine jetzige Arbeit muss ich so zum Beispiel, wenn die Gäste noch ein paar Handtücher brauchen oder noch ein paar Kissen oder Allergiekissen oder ja, Seife, noch was, sowas muss ich halt machen. Empfangsbereich saugen, gucken, ob alle Gästetoiletten schön sauber sind. Und ein paar auch Handtücher bringen, abholen. Ja, und so läuft die Zeit. Also mich fasziniert nur, dass man hat nie Langeweile in diesem Job. Und man kennt viele Abteilungen im Hotel und viele Leute und ja, verschiedene Sachen. Immer was Neues jeden Tag. Und das gefällt mir. Du hast ja einen sehr charmanten Akzent. Woher kommst du denn? Ich komme aus Ukraine. Ich wohne seit 6 Jahren in Deutschland. Ja, ich bin hier zur Schule gegangen, 3 Jahre, und dann habe ich meine Ausbildung angefangen. Приезжайте к нам в отель. Вам у нас очень понравится. Спасибо вам. Спасибо вам, danke Ihnen für die schöne Interview. Und ja, до свидания. И хорошего дня. Also das Vidania habe ich verstanden. Das und schönen Tag noch. Und schönen Tag noch habe ich jetzt und alles andere nicht. Aber es hat sich auf jeden Fall ganz toll angehört. Und ja, genau, wir gucken mal. Wir gehen nachher nochmal in die Bar, weil ich habe heute irgendwie Lust auf Cocktails. Und dann werde ich mal gucken, was der Barkeeper mir gleich noch schönes kredenzt, sag ich mal. Hallo, ich bin Sergej Gitaev. Ich mache hier Restaurantfachmann. Genau. Ich komme aus Lettland und bin schon 5 Jahre in Deutschland. Ich bin wirklich aus einer kleinen Stadt mit 40.000 Einwohnern aus Rezekne. Und ich wollte eigentlich Ingenieur werden. Kam nach Berlin, habe ein bisschen Deutsch gelernt, nebenbei Gastronomie-Erfahrung gehabt. Als Spüler angefangen, ohne Sprache, nebenbei immer Deutsch gelernt. Und ja, also das Gastronomie hat mir so viel Spaß gemacht und ich dachte mir dann,
Wenn ich das schon mache, dann will ich auch das richtig machen. Deswegen habe ich mich auch auf ein Luxushotel am Potsdamer Platz entschieden. Ja. Ich bin schon im zweiten Ausbildungsjahr und ich bin sehr zufrieden. Genau. Dieses Style, wie hier alles gemacht ist, ist natürlich sehr schick. Also das Restaurant an sich in der 5. Etage, das Facil, 2-Sterne-Restaurant. Also meiner Meinung nach, es gibt nichts Schöneres hier in Berlin, dass man auf so einem Niveau kocht und trotzdem sich in der 5. Etage befindet mit so alles mit Glas abgedeckt und das Bambus ist alles sehr herrlich. Das muss man gesehen haben. Und ich arbeite da, also ich bin sehr stolz drauf. Genau. Die Lage an sich, gleich mittig hier, Potsdamer Platz, also kommen verschiedene Gäste rein und wirklich sehr international und das gefällt mir sehr. Also ich liebe Kontakt mit Menschen und das macht mir am meisten Spaß natürlich, hier immer zu kommunizieren, auch Deutsch und Englisch, Russisch und Lettisch. Genau. Dass ich vielleicht vor kurzem Azubi-Sprecher geworden bin. Ja. Und das ist halt natürlich auch, wir haben ungefähr, sagen wir, 30 Azubis und ich wurde von denen ausgewählt. Das freut mich sehr. Genau, also ja, ich bin stolz drauf. Ja. Ich bin Charlotte von Keller. Ich mache hier meine Ausbildung seit anderthalb Jahren zur Hotelfachfrau. Ich bin hier in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich mochte es schon immer gerne, viel zu arbeiten und am Ende vom Tag ein Ergebnis zu haben. Und dieses Hotel bietet mir sehr viele Möglichkeiten, die ich in keinem anderen Hotel gehabt hätte. Darum habe ich mich schlussendlich hier beworben. Ja, eben wegen dieser Atmosphäre. Wir sind direkt in der Stadt, an der Potsdamer Straße, direkt im Zentrum. Brandenburger Tor liegt nah entfernt, Friedrichstraße, KDW. Aber trotzdem ist es so ruhig. Also man kommt von der Hauptstraße in das Hotel rein. Alles ist ruhig und schön gemütlich. Man kann abschalten. Es ist nicht so ein Business-Hotel. Es ist wirklich, um sich zu entspannen und runterzukommen. Und das mitten in der Stadt. Immer noch die Gastronomie, also vor allem hier das Restaurant Facil mit der Einrichtung und dem schönen Service, das hat mich am meisten begeistert. Also spannende Zeiten sind natürlich immer, wenn wir hier große Messen oder Veranstaltungen haben und Leute von überall herkommen, aus anderen Ländern, hatten wir schon viele interessante Gäste, das finde ich immer am besondersten und vor allem am interessantesten und spannendsten. Es macht so viel Spaß, wir gehen direkt mal weiter und gucken mal, wen wir noch alles finden. Hi, moin, ich bin Mario, ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt dabei, im ersten Lehrjahr meine Kochausbildung zu machen. Ich bin hier im Mandala Hotel, jetzt erstmal im Frühstück noch und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin leidenschaftlicher Koch und würde gerne den Beruf erlernen und habe jetzt die letzten Tage gut gearbeitet, sage ich mal, habe ein Facil ausgeholfen, was eine wahnsinnige Ehre sein kann. Man merkt, dass es einfach ein Unterschied ist zum Frühstück und ja, ich bin sehr glücklich. Genau. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier im Frühstück. Wir haben hier erstmal unsere ganzen Brötchen aufgebaut. Genau. Ich komme ursprünglich aus Jakarta, wurde dort geboren, habe dann aber 8 Jahre ungefähr im Ausland gewohnt, einmal Mexiko, Griechenland und Jakarta, aber das war ganz am Anfang. Und dann zwischenzeitlich in Hamburg, bin auch im Herzen Hamburger, bin jetzt hergezogen für die Ausbildung und ja, ist was anderes. Zum einen, weil hier das Facil ist, man hat die Möglichkeit während seiner Ausbildung im Facil zu lernen, das ist eine wahnsinnige Ehre, im Sterne-Restaurant halt lernen zu dürfen, sag ich mal. Zum anderen, weil es hier einfach ein privat geführtes Hotel ist. Es ist keine Kette, man nimmt Acht auf einen, man geht auf einen zu und ja, man ist halt nicht, sag ich mal, ein kleines Rädchen im großen
in der großen Maschinerie. Die Arbeit macht halt wahnsinnig Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass man stumpf immer alles machen muss. Man wird zum selbstständigen Arbeiten angeleitet und man muss halt ein bisschen mitdenken und darf nicht nur stumpf Befehle ausführen. Gern italienisch, also ich liebe Risotto. Über alles, ich habe neulich Risotto wieder gemacht. Ja, sonst, ja. Mein Name ist Manuel Finster, ich bin Ausbildungsleiter hier im Mandala und freue mich über zahlreiche Bewerbungen. Wir sind ein privates Unternehmen, das heißt, wir haben hier kurze Wege und das finde ich eben schon außergewöhnlich. Es können Entscheidungen sehr schnell getroffen werden, auch eben mit Bewerbern. Wir können sehr schnell entscheiden, ob wir ein Praktikum vorher machen, ob wir jemanden einstellen. Wir haben direkten Kontakt zur Geschäftsführung. Das finde ich das Tolle für Bewerber, dass sie ganz schnell wissen, wie sie dran sind und wo sie dran sind. Manchmal sinnvoll, ein Telefoninterview auch zu führen. Und ja, Vollständigkeit finde ich schon mal das Wichtigste. Sie sollte natürlich ordentlich hier ankommen und am liebsten per E-Mail digital. Wie gesagt, das ist zeitgemäß. Gut, ich habe gerne ein Foto auch. Dann kann man schon mal so die erste Ausstrahlung erkennen. Das ist für mich schon auch wichtig, weil manche Bewerbungen auch ohne Foto eingehen. Aber wie gesagt, ein vollständiger Lebenslauf ohne Lücken ist für mich entscheidend. Es muss nicht immer die beste Note sein, aber ich finde, wenn jemand ein Praktikum im Vorfeld gemacht hat oder sich umgehört hat, umgesehen hat und weiß, auf was er sich einlässt, für die Branche auch interessiert, das ist manchmal aus der Bewerbung selbst durchaus erkennbar und das sind bei mir die ersten, die ich anrufe. Was mir wichtig ist an der Ausbildung hier im Haus, dass die Bewerber bzw. die Auszubildenden ihren eigenen Charakter beibehalten, aber trotzdem von uns professionellen Umgang lernen, Verfahren lernen, aber immer mit ihrer eigenen Herzlichkeit dann punkten und nicht versuchen, ihren Charakter zu verändern. Da kommt dann sehr viel mehr Menschlichkeit rüber, als wenn man, ich sag mal, alles gleich macht und alles über ein Bewertungssystem schert. Ist die ganze Atmosphäre, wie die Menschen hier miteinander umgehen, wie mit den Gästen umgegangen wird. Es ist viel persönlicher und viel, viel heimlicher irgendwie. Es ist was ganz Besonderes. Man kommt nicht nur rein und geht wieder raus, sondern man nimmt richtig was mit. Dass wir arbeiten und immer noch zusammen feiern irgendwie und das macht das vieles aus. Genau, also was ich hier sehe, ist, dass wir sind gemütlich. Es ist ein kleines Hotel, ein Privathotel. Mit dem Gästebetreuung ist was Besonderes, dass man hier, also wir kommen uns mit dem Gäste, dass sie sich wirklich zu Hause fühlen. Und ja. Die Mandala ist so wie ein privates Hotel und zum Beispiel die Geschäftsführer schauen immer, wie du arbeitest auch und helfen dir, wenn du auch Fragen hast. Und ich weiß, wenn du zum Beispiel in der Kette arbeitest, dann die Geschäftsführer, du siehst die manchmal nie. Und ja, also das gefällt mir auch, dass immer alles gefragt ist und alles, also alles muss so sein, wie das sein soll. Also, ja. Das ist perfekt, also hier kann man eine perfekte Ausbildung erhalten, wenn man sich reinhängt, sage ich mal. Man lernt hier Perfektion.